Na, Bock zu laufen? Dann meldet euch heute noch für die letzten Run-Events 2024 an. Sei dabei beim Finale der Sega-Serie, dem Lauf in die Tropen und dem Herbstwaldlauf. Hier muss sogar Lisa Hahner beißen. Der härteste Crosslauf Berlins verlangt den Teilnehmern alles ab. Der zweite von drei Läufen der Sega-Serie steht an. Das lässt sich auch die Marathonläuferin von Rio 2016 natürlich nicht entgehen. Hat super viel Spaß gemacht. Die Strecke ist richtig cool, weil es so flowig ist. Also es geht hoch, runter, kleine Wege und ja, schöne kleine Veranstaltung mit super Stimmung. Also ich wurde selbst auf der Strecke angefeuert von anderen Läufern. Das war richtig cool. Die Teilnehmer wählen dabei selbst ihre Distanz zwischen 3,6 und 14,4 Kilometern. Bergauf ist es ein toughes Rennen, doch bergab kommt bei allen Läufern die Energie wieder zurück. Ich war überrascht, wie flowig hier der Wald ist und man doch wirklich halt so richtig schön Achterbahn fahren kann und wirklich auf unglaubliches Tempo auch kommt dann und dann richtig schön in den Wald runterballern kann teilweise. Macht richtig Laune. Genau dieser Mix aus Profil und Distanz macht den Lauf des SC Tegeler Forst so außergewöhnlich. Dadurch wird die Sega-Serie im Hermsdorfer Forst zur ultimativen Challenge. Einmal Sega-Serie, immer Sega-Serie. Ihr wollt es Lisa Hahner gleich tun und auch dabei sein? Kein Problem. Am 2. November geht es in den letzten Run der Sega-Serie in diesem Jahr. Meldet euch heute noch an und seid mit dabei bei der härtesten Crosslauf-Serie Berlins.